Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial, wie man eine Origami-Meeresschildkröte bastelt. Und zwar braucht ihr dafür einfach eine Schere und ein DIN A4 Blatt, am besten ein weißes. Jedoch können es auch Farben sein, je nachdem welche Farbe euch gefällt. Das DIN A4 Blatt ist vom Format her jedoch unbrauchbar. Ihr müsst zuerst ein Quadrat falten. Damit tut ihr die rechte untere Ecke nach oben falten, sodass es eine Linie bildet. So, achtet dabei, dass es ziemlich präzise gefalten ist. So, jetzt seht ihr hier einen kleinen Strich, wo das rechte untere Eck endet. Und dies schneidet ihr mit der Schere ab. Ich habe hier jetzt ein Schneidgerät, das ist egal. Je genauer ihr schneidet bzw. faltet, desto besser sieht die Meeresschildkröte dann am Ende aus. So, jetzt hier das Quadrat. So, mit diesem hier falten wir jetzt die Meeresschildkröte. Zuerst faltet ihr gerade von unten nach oben. So, klappt das auf, dreht es rum und faltet wieder von unten nach oben. So, klappt das wieder auf. Jetzt, ihr kennt es vielleicht schon vom Fliegerbasteln, klappt ihr das linke obere Eck in die Mitte. So. Auf der anderen Seite genauso. So, jetzt dreht ihr das Blatt rum und faltet so, dass diese Linie mit dieser Linie in der Mitte abschließt. So, auf der anderen Seite genauso. So, jetzt faltet ihr hier von oben nach unten. Ist dies erledigt, faltet ihr wieder dieses Eck von unten nach oben, sodass das Eck ein bisschen übersteht, nicht viel. So, dies ist jetzt unser Kopf und hier seht ihr schon die zwei vorderen Beine. Der Rest ist jetzt nicht mehr schwer. Und zwar faltet ihr hier diese Ecken nach innen, sodass das eine Linie bildet. So, die eine ist erledigt. Jetzt noch die andere. So, genau. Jetzt faltet ihr dieses Eck wieder nach oben, sodass es wieder in der Mitte abschließt. Auf der anderen Seite genauso. So, dieses Eck faltet ihr jetzt wieder nach unten, sodass wieder nur ein bisschen übersteht. Das bildet jetzt unser drittes Bein. Und das faltet ihr genauso nach unten. Dies bildet jetzt unser viertes Bein. Schaut, dass die zwei Beine symmetrisch sind. Sonst sieht das eine Bein viel länger aus als das andere. So, wenn ihr das jetzt rumdreht, seht ihr, wir haben die Meeresschildkröte fertiggestellt. Dies kann auch gut als Geburtstagsgeschenk verwendet werden. Zum Beispiel kann man da Muster drauf malen oder kann es mit einer ganz bestimmten Farbe anmalen. Dazu kann man auch 10 oder 5 Euro Scheine draufkleben. Damit bekommt die Schildkröte dann noch einen gewissen Pep. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.